Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Herzlich willkommen zu den Keynotes 2019. Mein Name ist Andreas Hofer und gemeinsam mit meinem Kollegen Lukas Händel leiten wir Sie heute live aus unserer neuen Niederlassung in München durch die Veranstaltung. Was ist neu in diesem Jahr? Sie sehen es rechts unten auf der Folie, der Name. Aus dem Zusammenschluss der CAT Studio Abcom GmbH und der Bytes & Billing GmbH entstand die Auxalia GmbH. Wir haben 8 Standorte, 68 Mitarbeiter und über 4000 Kunden. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, die Digitalisierung in der Baubranche zu erhöhen und damit auch ihre Produktivität zu steigern. Die Ziele der Keynotes in diesem Jahr wollen wir Ihnen in 3 Tagen an 35 Webinaren Neuigkeiten im Produkt, neue Technologien und Arbeitsweisen und Praxisbeispiele näher bringen. Ich freue mich auf unseren heutigen Vortrag mit dem Titel Digitalisierung umsetzen mit BIM Fit von Wolfgang Pinge. Wolfgang ist Diplom-Bauingenieur und Senior BIM Consultant bei der Auxalia. Sein Studium hat er mit Schwerpunkt konstruktiver Ingenieurbau belegt. Er hat 15 Jahre Erfahrung als Application Engineer für Autodesk-Lösungen, ist Dozent für andere Fachhändler und Lehrbeauftragter an der Hochschule Buxtehude. Seit 2005 ist er Projektingenieur und seit einiger Zeit Leiter unserer Architekturabteilung. Lieber Wolfgang, du kannst loslegen. Ja, grüß dich, Andi. Danke für die herzlichen Worte in dem Bereich. Warten Sie mal, ich muss hier auf meinen Bildschirm übertragen gehen. Ne? Ich hoffe, Sie sehen mich jetzt. Begrüße Sie nochmal recht herzlich zu diesem Vortrag. Und zwar Thema ist heute Digitalisierung, Umsetzung mit BIM Fit. Hören Sie mich, Andi? Kurzer Check. Ja, ne? Ja, alles klar. Man hört dich, Wolfgang. Perfekt. Genau, das heißt, sind so 2 Themen oder 2 Worte, die jetzt auffallen, die natürlich sehr häufig fallen. Digitalisierung ist natürlich etwas, was uns alle betrifft, sozusagen, was nicht nur mit dem Bauwesen zu tun hat, sondern etwas, was allgemein sozusagen in unserer Gesellschaft mehr und mehr voranschreitet, was ja auch sehr in der Politik eine Rolle spielt in dem Bereich. Und der andere Punkt, der auffällt, ist das BIM, das heißt etwas, was wir wirklich im Bauwesen haben, wo wir die Digitalisierung mit umsetzen wollen. Ja, und was wir noch hintergesetzt haben, ist eben das, was wir mit ihm machen wollen, sie BIM Fit zu bekommen in dem Bereich halt. Und ich wollte in diesem Vortrag so ein bisschen zeigen, wie wir das machen wollen. Bevor wir das machen in dem Bereich, wollte ich so ein bisschen nochmal auf die Geschichte eingehen, das heißt auf unsere Firmengeschichte in dem Bereich. Hatte der Andi ja gerade auch schon ein bisschen besprochen, dass die Auxalia sozusagen aus der CAD-Studie und aus der Bytes & Building entstanden sind. Und beide haben schon sehr viel Erfahrung am Markt, sind sehr lange am Markt tätig. Das heißt, Autodesk hat sich mit seinen Produkten ja auch über die Jahre sehr stark verändert, ist gewachsen von, ich bin mal angefangen mit 2 Produkten, das war das AutoCAD und das 3D Studio Max, bis mittlerweile 350 Produkte jetzt da sind. Und ja, wir sind halt vom CAD-Studio wirklich aus der Architektur auch entstanden, das heißt, aus einer ehemaligen AutoCAD-Applikation, sind erster Revit-Partner gewesen im Dachbereich, haben sehr viele Planungsbüros in dem Laufe der Jahre auf modellbasiertes Arbeiten umgestellt. Allerdings waren meistens immer so aus der Historie eher Fokus Design, das heißt, wir haben uns mehr um die Planer gekümmert und meistens auch eher Produktschulungen angeboten. Das heißt, wir haben ein Revit-Grundseminar, wir haben eine Revit-Familienerstellung in dem Sinne. Was wir so ein bisschen vernachlässigt haben, wo wir natürlich jetzt nach vorne gucken wollen und mit Ihnen sozusagen auch den Weg der Digitalisierung gehen wollen, ist sozusagen das prozessbasierte Arbeiten in dem Bereich. Ja, und was ich immer ganz gerne zeige am Anfang, ist so meine Definition von BIM in dem Bereich. Man kann ja ganze Bücher drüber schreiben. Ich versuche es relativ einfach immer zu halten, ne? Also gutes Keep It Simple Prozess. Das heißt, ich sage mal, BIM ist ein intelligenter Prozess auf Grundlagen digitaler Modelle. Das heißt, ich erwähne da immer, dass wir sozusagen von der Auxalia für die Erstellung intelligenter BIM-Modelle zuständig sind. Und Sie sind sozusagen für den intelligenten Prozess da. Meistens ist aber dann ein Missverständnis da, weil ein Architekt denkt natürlich, an Architektur und an seine Prozesse, die er da machen soll. Das heißt, ein Versorgungsingenieur denkt natürlich an die Versorgung des Gebäudes in dem Sinne, wie er es umsetzen soll, auch vielleicht mit digitalen Modellen. Ein Statiker sorgt dafür, dass einfach das Gebäude steht. Also das ist sozusagen die Aufgabe, die Sie ja
vor Augen haben tagtäglich, ist halt ihr Job in dem Bereich. Das heißt, damit verdienen sie ihr Geld. Wenn Sie sich allerdings mit BIM denn auseinandersetzen oder mit der digitalen Planung, das heißt mit digitalen Modellen dementsprechend arbeiten, dann werden Sie halt mit weiteren Sachen sozusagen konfrontiert, die eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was Sie eigentlich machen. Das heißt, wenn man hier mal reinguckt, sind das alles Themen, die sich um dieses Thema drehen, Digitalisierung und BIM. Was aber auffällt, ist, es taucht keine Architektur, es taucht nicht TGA, es taucht kein Bauantrag oder Bauwerk auf oder sonstiges. Es ist aber etwas, mit dem Sie sich auseinandersetzen müssen, aber wahrscheinlich unbedingt wollen, sagen wir mal so, in dem Bereich. Ne? Das heißt, Sie haben andere Kernthemen. Gerade wenn Sie, es hängt natürlich auch von der Unternehmensgröße ab, das heißt, wenn Sie ein größeres Unternehmen sind, sagen wir mal, Sie sind ein Baukonzern oder ein relativ großes Architekturbüro, dann gibt es natürlich da BIM-Manager im großen Büro, die sich halt täglich mit diesen Sachen auseinandersetzen und diese auch Stück für Stück in dem eigenen Unternehmen umsetzen in dem Bereich halt. Ja, das heißt, wenn wir gucken, sowas wie ein Abwicklungsplan mit VR, wie übersetze ich das in VR, was sind Modellierungsrichtlinien in dem Bereich, was ist Interoperabilität, Implementierung, Laserscanning, Kollisionskontrolle, alles Sachen, die dementsprechend vielleicht in der klassischen Arbeitsweise sozusagen auch in irgendeiner Weise gemacht werden mussten. Aber es hat sich sozusagen ein neues Universum sozusagen mit BIM auch aufgetan, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen in dem Bereich. Ja, zusätzlich natürlich mit den Richtlinien und Veränderungen, die jetzt durch EU und Deutschland und BIM auch noch auf sie zukommen in dem Bereich. Ja, und da fängt eigentlich sozusagen BIMFIT an. Das heißt, wir wollen Sie da unterstützen, dass Sie dementsprechend sich doch wiederum mehr auf Ihre Hauptaufgaben konzentrieren kann und dementsprechend mit uns zusammen Lösungen erarbeiten, die für Sie wichtig sind. Also wenn Sie wirklich Kollisionskontrolle haben wollen und eine Kollisionsanalyse machen wollen, dann können wir es natürlich auch punktuell schulen und Sie nicht erstmal 2 Tage Navisworks schulen lassen, sondern wir kümmern uns dann auch wirklich nur um die Sache. Das heißt, es geht eher darum, sozusagen individuell auf Sie zu reagieren. Ja, oder wenn Sie zum Beispiel nicht der 3 Hauptgewerken, das heißt nicht Architekt oder TGA-Planer oder Ingenieur sind, kommen in irgendeiner Weise mit BIM in Berührung, zum Beispiel Sie machen Medizintechnik, müssen im Prinzip da für ein Projekt 3D-Modelle liefern. Wir haben auch einen Fahrschulplan, hatten wir schon mal, der sich wirklich nur um die Fahrschulplanung, um Fluchtwege sozusagen, Berechnung der Menschen in dem Sinne, wie groß müssen die Fahrstühle sein und ähnliches. Auch den mussten wir sozusagen erstmal einfangen und gucken, wo ist er positioniert, was braucht er, welche Daten werden vorgehalten, ähnliches. Oder wenn jetzt ein Restaurantplaner in dem Sinne, der das machen soll, das sind alles so Sachen, die vielleicht nicht im klassischen Bauprozess sind, sondern einfach Baunebengewerke, die jetzt sozusagen mit BIM in Berührung kommen. Auch da fängt dann eben BIM-Fit an. Das heißt, wir können Ihnen keine Standardschulung aufdrücken, sondern wir müssen individuell schauen, wo stehen Sie und wie können wir Sie voranbringen oder wie können wir das Ziel erreichen, was Sie dementsprechend haben. Ja, oder wenn Sie Ingenieur sind und möchten Bauwerke erzeugen, Brücken, Verkehrsanlagen, Schleusen, Windkräfte, dann geht es ja nicht darum, einfach nur das Bauwerk zu modellieren, sondern Sie müssen es BIM-konform modellieren in dem Bereich. Das heißt, Sie wollen natürlich auch Kosten, Sie wollen eventuell Bauabläufe damit planen. Und da modelliert man nicht einen Klotz, sondern man modelliert natürlich da auch einen Betonierabschnitten oder in einer bestimmten Intelligenz, um sozusagen das Modell auch zu kontrollieren in dem Punkt. Und genau da fängt auch BIM-Fit an. Das heißt, wir versuchen halt mit diesem BIM-Fit-Prinzip, einem Konzept sozusagen, weg von einer standardisierten BIM-Ausbildung. Das heißt, wir wollen nicht die Produkte schulen, sondern wir wollen im Prinzip den Prozess in den Fokus nehmen. Das heißt, Ihren Prozess in dem Punkt. Und das haben wir auch festgestellt. Wir können jetzt nicht einfach sagen, so läuft das, sondern im Prinzip sind wir in Deutschland schon sehr unterschiedlich von dem, was wir tun. Das heißt, jeder hat sozusagen andere Anforderungen oder Ideen, die er auch einfach umsetzen möchte, möchte die aber professionell und digital umsetzen in dem Bereich. Ja, das heißt, hier ist eigentlich der Punkt der Individualität. Das heißt, Sie bestimmen sozusagen, wo Sie stehen oder wir bestimmen, wo Sie stehen, aber Sie sagen, wo Sie hingehen wollen und das würden wir dann zusammen mit Ihnen machen. Sprich, wenn wir jetzt so eine Brückenplanung mal angucken, Ingenieurbau, ja, müssen wir natürlich erstmal überlegen,
Wie sehen die Ausgangsdaten? Das heißt, habe ich 2D-Zeichnung. Mittlerweile wird vieles über Punktwolken gemacht. Ja, müssen wir natürlich das Thema Punktwolken ansprechen. Ja, macht es Sinn, eine Applikation dafür zu nehmen, wie das Point Sense zum Beispiel, um das besser zu modellieren? Die Zeichner und Modellierer, die BIM-Konstrukteure, sage ich mal, müssen halt keine Dächer und Gauben zeichnen, sondern müssen das freie Modellieren lernen. Man muss wissen, wie man Trassierungsdaten einliest und wie man vielleicht auch das Gelände mit Civil 3D ausmacht. Dann sehen Sie schon, wenn Sie Brücken planen, müssen Sie viel, viel mehr können als vielleicht ein Innenarchitekt, der einfach nur einen Raum hochziehen muss. Ne? Das heißt, bei so einem Restaurantplaner, den ich auch erwähnt habe, der ist halt wichtig, immer schnelle Grundrisse machen. Er muss gute Zeichnungen haben, die er vielleicht weiterverwerten kann. Für ihn ist die Visualisierung, sprich Virtual Reality, interessant. Und er muss auch die TGA anzeigen, das heißt, er muss die Schalter, Lüftungsrohre und sowas schon in seinem Entwurf und in seiner Visualisierung darstellen. Er muss sie aber nicht berechnen in dem Bereich. Er muss sie nicht an die Fertigung geben und er muss dementsprechend auch keine Rohrberechnung machen, also keine Rohr. Rechnung machen. Ja, oder Fahrstuhlplaner, hatte ich ja schon gesagt, mussten wir erstmal identifizieren, wo steht der überhaupt im BIM-Prozess? Und ja, da ist halt die Idee von dem BIM-Fit, sie individuell sozusagen mitzunehmen. Das heißt, BIM ist ein Prozess und keine Software. Und was wir natürlich mit unseren Standardschulungen immer sehr gut gemacht haben, sind die Standardschulungen. Was wir so ein bisschen versäumt haben, ist sozusagen, sie auch mit einem Prozess mitzunehmen. Das haben wir meistens über den Support, über sogenannte Projektbegleitung haben wir das gemacht. Wir nennen es jetzt Individualschulung. Sie da mitzunehmen und punktuell sozusagen mit den Informationen zu versorgen, die Sie brauchen in dem Bereich. Was wir wollen, ist aber ein bisschen mehr, dass wir dementsprechend mit Ihnen vielleicht auch einen Plan aufstellen und sozusagen Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen und Ausbildungen anbieten. Heißt Dienstleistung meine ich, welche Software brauchen Sie denn auch dafür? Ausbildung ist klar, welche Seminare oder Online-Seminare oder dementsprechend auch Support. Was brauchen Sie dementsprechend auch? Wir versuchen halt mittlerweile auch einen Support umzustellen, dass wir eben nicht mehr nur die Produkte sehen, sondern dass wir unsere Mitarbeiter auch so ausbilden, dass sie die Prozesse verstehen, dass sie auch wirklich wissen, was BIM ist in dem Punkt, und sie Stück für Stück mitzunehmen, sozusagen, dass sie an vorderster Reihe mitspielen und nicht einfach nur wissen, wie eine Wand funktioniert, sondern auch, was man mit der Wand alles machen kann. Zusätzlich hat auch Xalia eben, eine ganzheitliche Betreuung, würde ich das mal sagen. Das heißt, wir haben, hatten wir vorhin schon gesagt, knapp 70 Mitarbeiter, von denen 40 Architekten, Ingenieure, Versorgungstechniker und Zeichner sind. Das sind also alles Leute, die auch ihre Sprache sprechen. Und wir versuchen natürlich dann auch mit ihnen zusammen Lösungen auf dem Weg, die Digitalisierung zu finden in dem Punkt. Also spezielle Lösungen, die sie eben brauchen, gucken wir uns an und erarbeiten. Das heißt, Sie sollen sich denn mehr auf Ihre Arbeit konzentrieren, geben uns Anforderungen und wir würden dann liefern. Und ich schätze mal mit unserer Erfahrung, dass wir auch eigentlich gute Lösungen bieten. Wenn ich so den Vortrag von vorhin ein bisschen mitbekommen habe, wenn wir über die Projectbox ansprechen, ist da sicherlich in den letzten 4 Jahren sehr viel Gutes entstanden. Ja, aber zusätzlich haben wir nicht nur technische Mitarbeiter, sondern auch vertriebliche Mitarbeiter, die halt zugeschnittene Softwareangebote für sie erstellen. Also nicht einfach nur sagen, okay, kauf 50 Collection, sondern einfach der Bereich braucht vielleicht nur ein Civil, der braucht ein Revit LT, der müsste vielleicht nur BIM 360, weil er Bauleiter ist, braucht kein Revit, kein AutoCAD LT mehr zum Viewen von DWG-Dateien, sondern wenn wir in die Cloud-basierte Arbeit gehen, dann braucht er halt nur einen Viewer. Das heißt, er kann es mit dem iPad oder dementsprechend auch auf dem Handy gucken, wenn er möchte. Obwohl Handypläne ist ein bisschen schwierig, aber ist machbar auf jeden Fall. Das heißt, die Vertriebsarbeiter machen maßgeschneiderte Angebote für sie und versuchen, diese Werkzeuge auch auf dem Laufen zu behalten und dementsprechend auf dem aktuellen Stand zu bringen in dem Punkt, sodass sie modern arbeiten. Wie positioniert, das heißt, sozusagen, wenn wir sie individuelle Ausbildung machen möchten, diese individuelle Beratung machen müssen wir allerdings schauen, wo sie stehen. Das heißt, da lehnen wir uns so ein bisschen an dieses BIM-Level-Prinzip aus UK an, von dem Herrn Richards in dem Bereich, Level 0, Level 1, Level 2, Level 3. Ne? Das heißt, kennen Sie ja schon dementsprechend reine CAD, modellbasiertes Arbeiten, Modell mit Vorteilen, nenne ich das immer ganz genau, und dann Connected BIM, so würde ich das mal dementsprechend. Und Sie sehen, die Pfeile gehen nach rechts weiter. Das heißt, man hat immer noch die Möglichkeit, dementsprechend
ja, diese BIM-Level weiter auszudehnen. Diese Digitalisierung bleibt halt nicht stehen in dem Punkt. Aber auch hier finden Sie natürlich Sachen, mit denen Sie sich auseinandersetzen wollen, wie IFC, wird sicherlich schon mal einer gehört haben, aber IFD, IDM, GBXML, COBI. Ja, das heißt, alles so Sachen, wo Sie sagen, was ist das, was soll ich damit in dem Bereich? Ne? Das heißt, COBI ist im Prinzip einfach nur eine englische Attributierung für die Bauteile, dass sie eine Gleichheit hat, die national bestimmt sind. Da zum Beispiel machen wir von Auxalia mit der Universität Wuppertal sind wir in so einem Forschungsprojekt dran, wo auch defiziert wird, wie zum Beispiel ein Fenster, eine Tür oder ein Lüftungskanal, welche Attributierung dran sein sollen, dass da eine gewisse Vereinheitlichung ist. Also alles Wege, die dementsprechend den Prozess unterstützen sollen, weil ein Prozess funktioniert nur bei einer gewissen einheitlichen Denkweise in dem Sinne. Ja, ich habe es mal ein bisschen simpler aufgeteilt. Das heißt, um jetzt sozusagen nicht auf die komplexen Prozesse gemacht, machen wir es eigentlich relativ einfach. Das heißt, bei Level 0 ist bei uns die Arbeit mit CAD, geben CAD-Pläne ab. Level 1 ist bei uns, wo wir halt in vielen Jahren viele Kunden auch umgestellt haben, nutzt es doch Revit, kann es relativ schnell Ansichten erstellen, relativ schnell erstellen, hast auch mal eine Bauteilliste, wenn du das brauchst in dem Bereich. Also es geht hauptsächlich darum, das 3D-Modell zu erstellen, um Pläne abzuleiten und die zu erstellen. Das heißt, ein Level 0 schneller zu machen, auf gut Deutsch. Level 2 ist bei mir im Prinzip, ja, 2D-Pläne, das ist nach wie vor noch interessant. Aber das 3D-Modell läuft sozusagen, kommt immer mehr in den Fokus rein, sprich Berechnung. Also Berechnung meine ich jetzt dementsprechend auch nicht nur eine statische Berechnung, sondern alles, was Sie mit dem Modell machen können. Natürlich brauchen Sie ein Kostenmodell, ein Kollisionsmodell, ein Visualisierungsmodell, ein Modell für VR, ein Modell für Bauabläufe, ein Modell für die Energieberechnung in dem Bereich. Das heißt, um das hinzukriegen, müssen Sie natürlich auch Modelle entsprechend modellieren. Das heißt, Sie brauchen Modellrichtlinien, um entsprechend vernünftige Modelle zu erstellen, die Sie auch zum Beispiel über die Kosten vernünftig erfassen möchten in dem Bereich. Das heißt, es geht nicht nur darum, schöne Ansichten und Pläne zu erzeugen, sondern eben auch einen sogenannten Modellvorteil sich zu erarbeiten, weil häufig ist es so, im Ingenieurbau zum Beispiel, ist es natürlich die Erstellung des Modells auch sehr aufwendig manchmal. Ja, und so versuchen wir natürlich hier in dem Bereich mehr und mehr die Kunden an Hand zu nehmen und Modellrichtlinien einzuführen. Es läuft mehr über Mundpropaganda, aber wir stellen uns natürlich mit dem BIMFIT-Prinzip vor, dass wir ihnen ein Dokument übergeben, mit dem wir dann auch ihre Leute schulen. Das heißt, wir einigen uns vorher erst, was wir erreichen wollen und würden dann entsprechend ihre Mitarbeiter ausbilden. Hängt natürlich davon ab, wie groß das Unternehmen ist. Wenn es ein One-to-One ist, wird wahrscheinlich immer so ein Level 1, Level 2 Prinzip da sein. Ich nutze die Pläne, aber ziehe mir ein paar Sachen raus, die relativ einfach sind, wie zum Beispiel mit Enscape in die virtuelle Realität einzusteigen in dem Punkt. Ja, und dann haben wir eben den Level 3 in dem Punkt. Das heißt, es ist so, wo BIM eigentlich anfängt. Ich meine, hier vorne ist es natürlich auch, aber das ist sozusagen Ihr Vorteil, wo Sie vielleicht weitere Dienstleistungen anbieten können in dem Bereich, wo Sie die Modelle pflegen können. Aber in Level 3 müssen Sie dann dementsprechend mit anderen auch diese Modelle teilen. Ja, das heißt, hier ist die Weitergabe vielleicht schon ein Modell, kann aber auch durchaus noch 2D-Pläne sein oder IFC-Dateien. Bei Level 3 geht es wirklich miteinander an einem Modell auch zu arbeiten, aktiv daran zu arbeiten. Da spielt natürlich die Cloud eine ganz, ganz wesentliche Rolle in dem Punkt, dass Sie dementsprechend auch ja, einen Projektraum haben, wo Sie dementsprechend mit anderen zusammenarbeiten, wo die Kommunikation drüber läuft. Auch, sagt man nicht unterschätzen, wir hatten gestern zum Beispiel auf BIM 360 die ersten Applikationen auch, wo Sie zum Beispiel mit Virtual Reality Brillen eine gemeinsame Baubesprechung haben. Sie treffen sich gar nicht mehr, setzen sich einfach nur die Brille auf, locken sich in das BIM 360 Modell ein, machen eine virtuelle Begehung und können automatisch Änderungswünsche und Sonstiges ansprechen. Das kann man mit Bauherren und mit den einzelnen Fachplanern machen. Natürlich kann man sich auch noch klassisch treffen, das ist kein Problem, auch wenn es mal schnell gehen möchte und ja, im Prinzip durchs Modell wird vieles sichtbarer als durch den Plan in dem Punkt. Ja, das heißt, hier ist halt wichtig, dass Sie sozusagen Modelle auch so weit vorbereiten, dass der Dritte gut lesen kann. Zum Beispiel der Tragwerksingenieur wird sich natürlich immer freuen, wenn der Architekt vielleicht auch schon den Rohbau trennt, sodass er sich die Elemente schon übernehmen könnte in dem Bereich, um eine weiterführende Planung zu machen für Fertigteile, für Statik und Sonstiges halt. Ne?
Ja, das heißt, da rückt natürlich das cloudbasierte Arbeiten zusammen. Heißt aber nicht, dass vielleicht auch cloudbasiertes Arbeiten im Level 1 durchaus auch Sinn machen würde, um vielleicht intern einfach nur ein Aufgabenmanagement zu haben, um zu gucken, wer in den Modellen was machen muss, damit die Pläne besser aussehen sollen. Ja, das heißt, die Cloud-Lösungen, die von Autodesk sind durchaus in allen Leveln nutzbar. Hier geht es wirklich darum, wie man mit anderen zusammenarbeitet, wie die Kommunikation läuft, wo die Daten liegen. Ja, und da gibt es natürlich auch, wenn man weiterguckt, das vernetzte Arbeiten. Irgendwann werden diese Sachen sicherlich auch mit anderen Programmen, die auch in der Cloud sind. SAP ist in der Cloud, Office ist in der Cloud. Die Anbindung in Office ist ja auch schon sehr gut. RIB geht zum Beispiel in die Cloud. Das heißt, da wird sicherlich der nächste Schritt kommen, dass man die Sachen in der Cloud verbindet und nicht mehr auf seinem Server über einen Export in dem Punkt. Das heißt, die Digitalisierung geht voran. Von da habe ich das mal in die Richtung so ein bisschen den BIM-Reifegrad genannt. Das heißt, wie weit wollen Sie gehen? Ja, wie gesagt, Sie können hier bei jedem Punkt hier noch 50 Punkte darunter legen, die Sie dann beachten und besprechen möchten und wie Sie die Modelle anlegen sollen. Ja, und hier ist so ein bisschen der zeitliche Verlauf. Das heißt, wir empfehlen natürlich, wenn jemand ankommt und sagt, ich möchte ich muss BIM machen in dem Sinne, habe mich damit aber noch nicht beschäftigt, dann versuchen wir natürlich nicht zu forcieren, gleich im Level 3 anzukommen, sondern ihm erstmal mit Level 1 zu helfen und sagen, lernen erstmal Modell. Ja? Lernen erstmal, wie Modell funktioniert, modellbasiertes Arbeiten funktionieren. Und wenn du Erfahrung gesammelt hast, dann versuch Qualität in die Modelle reinzubringen. Versuch sie zu kontrollieren in dem Bereich. Ja? Versuch deine Vorteile rauszuziehen. Und wenn du dann in den Level 3 gehst, dann wirst du auch verstehen, wie du sozusagen mit Dritten zusammenarbeiten kannst. Wenn die auf dem gleichen Level sind, redet man auch auf dem gleichen Level. Ja, sonst können da viele Missverständnisse darüber entstehen, weil der BIM-Prozess schon vieles vereinfacht, aber nicht einfach ist. Ja, und das Ganze nenne ich dann natürlich im Überbegriff der Zeit auch die Digitalisierung. Das heißt, über cloudbasierte Zusammenarbeit mussten wir uns vor 10 Jahren auch noch nicht unterhalten. Ne? Das heißt, da gab es noch keine Lösung. Das heißt, das erste Handy, ich glaube, das iPhone war, glaube ich, auch vor 10 Jahren das erste. Man weiß nicht, was kommt in dem Sinne. Ne? VR ist jetzt so 2, 3 Jahre lang. Das heißt, die Digitalisierung wird da sicherlich noch viele Überraschungen auf Lager haben. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo wir dann ansetzen wollen, dass wir sie da begleiten wollen. Das heißt, wir werden daran wachsen und wollen ganz gern, dass sie mit uns wachsen. Ja, genau. Ja. Thema 4, Automatisierung. Ich sage mal ganz gern, nach der Digitalisierung kommt die Automatisierung, die Robotik. Ja, im Prinzip die Sensorik in dem Sinne. Das heißt, wenn Sie ein 3D-Modell haben, warum nicht auch schon Sensorik über WLAN anschließen und Analysen fahren? Ja, dann ich bin in einem Business-Viertel, wenn ich da mal durchfahre, brennt ja überall das Licht. Ne? Vielleicht könnte man da auch mal ein bisschen Intelligenz reinbringen, Thema CO2. Ja, wie gehen wir ran? Das heißt, wir haben hier BIM Fit in 4 Schritten. Das heißt, meistens haben wir immer ein Produkt verkauft und eine Schulung gemacht. Jetzt beim BIM Fit wollen wir wirklich eine Beratung davor legen. Das heißt, wir wollen vorher erstmal Sie genau kennenlernen, wissen, was Sie genau machen wollen, und dann sozusagen Schulungsaktionen, Softwareaktionen oder auch ein Pilotprojekt sozusagen Sie begleiten, bis hin zur Realisierung und Umsetzung sozusagen, sprich die Implementierung auch in Ihrem Büro. Ja, das ist eigentlich so unser Punkt. Schulung, Pilotprojekt, Realisierung, alles das machen wir eigentlich schon. Wir haben den nie einen Namen gegeben, es hieß halt einfach Projektbegleitung, fahr da mal hin, guck mal. Das heißt, man hat punktuell geholfen, man hat aber nie sozusagen zusammen einen Weg aufgezeigt. Und das ist eigentlich so das Ziel bei dem WIMFIT, zusammen einen Weg zu gehen. Das heißt, wir würden Sie dementsprechend mitnehmen. Ja, und wenn wir die Beratung nehmen, die Beratung haben wir so ein bisschen aufgeteilt in Discovery, Analyse und Maßnahme in dem Punkt. Ja, erstmal simple Worte, aber auch da ist in jedem irgendwo eine Individualität drin in dem Punkt, je nachdem, ob Sie Kunde sind, ob Sie ein neuer Kunde sind, ob Sie ein Hauptgewerk sind oder ähnliches. Das heißt, wir müssen Sie natürlich erstmal kennenlernen, danach müssen wir erst gucken, was wollen Sie überhaupt. Ja, und daraus entstehen bestimmte Maßnahmen. Also Maßnahmen können bei uns sein, welche Software brauchen Sie denn überhaupt? Brauchen Sie vielleicht auch Produkte von uns? Macht das Sinn? Brauchen Sie eventuell Applikationen, die später Ihre Arbeit optimiert in irgendeiner Weise? Das heißt, sprich Berechnung ist sehr häufig gefordert, aber natürlich auch kleine Plugins, die bei der Beschriftung helfen oder ähnliches, um relativ schnell Werkpläne zu erstellen. Ja, und die Ausbildung gehört natürlich dazu. Das heißt, welche Schulungen bieten wir an? Wen schulen wir? Ja, dass nicht 8 Leute auch alles hören, sondern im Prinzip, ja, wenn wir einen Bauleiter haben, der muss dann
vielleicht auch nur einen Tag drin sitzen und vielleicht nur mal schauen, wie überhaupt ein Modell aussieht und wie man sich darin zurechtfindet. Support hatte ich ja schon angesprochen, dass wir unseren Support immer mehr dahin bringen, dass wir sozusagen ihre Prozesse verstehen. Eine Beratung ist natürlich immer drin. Das heißt, auch wenn Sie in der Projektbeleitung sind, dass wir jederzeit zu Ihnen kommen und Ihnen auch da helfen in dem Punkt. Ähnlich mit der Content-Erstellung, das heißt, dass wir Ihnen helfen, sozusagen auch die Vorlage weiterzuentwickeln, eventuell auch Familien anzupassen. Bei der Projectbox machen wir das ja auch, dass wir sozusagen Familien mit aufnehmen. Dadurch ist sie ja eigentlich auch so gut geworden. Das heißt, im Endeffekt durch Ihre Kundenanforderungen entsteht natürlich auch ein Produkt, was auch ja alle auch nutzen können. Das sind ja im Prinzip häufig Sachen, wo man sagt, ja, bin ich denn der Einzige, der das Problem hat halt. Ne, sind sie meistens nicht. Und das versuchen wir natürlich auch in unsere Produkte mit reinzubringen. Ja, und natürlich auch bei der Implementierung. Das heißt, dass wir dementsprechend auch Installation, Milestones mit Ihnen vereinbaren, sozusagen Ihr Büro sozusagen Stück für Stück in den Weg BIM mit umbringen. Das ist alles Maßnahmen, die wir dann eben anstoßen, die wir zusammenfassen wollen und auf Sie zuschneiden wollen. Ja, bei der Analyse ist es halt so, bevor ich Ihnen was verkaufen kann in dem Bereich, bevor ich Sie schulen kann, bevor ich Sie begleiten kann, muss ich Sie natürlich erstmal kennenlernen. Deswegen haben wir einen BIM-Analysetag, so nennen wir das in dem Bereich, wo wir natürlich Ihre aktuelle BIM-Arbeitsweise feststellen. Das heißt, wenn Sie ein kleines Büro sind, dann reicht meistens eigentlich ein One-to-One-Gespräch in dem Sinne, um festzustellen, wo Sie hinwollen. Wenn Sie allerdings ein größeres Büro sind, wo verschiedene Abteilungen sind, macht das durchaus mal Sinn, durch die einzelnen Abteilungen zu gehen, mit denen zu sprechen, wie der Ist-Zustand sozusagen ist und danach auch vielleicht zusammen Schmerzindikatoren bezogen auf Zeit und Kost, Interoperabilität, das heißt die Zusammenarbeit zu finden und dementsprechend auch Lösungswege zu diskutieren, eventuell schon aufzuzeigen in der Analyse. Die meisten brennen auch darauf, dass man natürlich auch gleich Lösungen zeigt in dem Sinne. Und danach zusammen eben eine Strategie auch festzulegen, wie man vorgehen möchte. Das heißt, ob man jetzt wirklich alles haben möchte. Ne? Ich möchte Kosten, ich möchte Bauablauf, ich möchte Energieberechnung, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Ist das überhaupt zeitlich möglich? Ne? Das hat auch mit internen Ressourcen zu tun, auch mit Modellierungsrichtlinien. Da können wir Ihnen natürlich helfen, wenn wir einen gewissen Erfahrungsschatz haben. Oder auf welche Informationen an die Bauteile müssen, damit ich es auch dementsprechend in Berechnungsprogramme oder Kalkulationsprogramme übergeben kann. Halt, ne? Zudem die Art der Zusammenarbeit. Wie wollen Sie halt mit den anderen zusammen? Und hängt immer davon ab, haben Sie ein Projekt vor Augen? Haben Sie feste Vertragspartner, mit denen Sie arbeiten, ist es jedes Mal ein anderer. Das sind alles natürlich Sachen, die man erstmal klären muss, um da sozusagen einen idealen BIM-Prozess zu haben in dem Punkt. Ja, und das versuchen wir natürlich in einem Idealablauf rüberzubringen, um mit Ihnen dann eine Timeline oder ein Roadmap zu erstellen und dann Stück für Stück in Ihrer Geschwindigkeit zu machen. Das heißt nicht 20 Tage am Stück und dann wissen Sie dann nicht, wo Sie loslegen sollen, sondern dementsprechend 3 Tage, dann 4 Wochen später 2 Tage und so weiter. Das heißt individuell dementsprechend sie voranzubringen. Ja, auch wiederum, bevor wir sie analysieren, ist halt so, wenn wir sie schon als Kunde gewonnen haben oder wenn wir schon als Kunde bei uns sind, dann ist es ja schon so, das kennen wir sie ja, wir wissen ja so in etwa, was sie machen. Oder wenn sie jetzt Standardarchitekt, wissen wir meistens auch schon, was sie machen oder was ihre Anforderungen sind. Aber häufig ist es natürlich schon immer wichtig, sie erstmal persönlich kennenzulernen. Das heißt, wenn man in so eine Consulting und sprich im Prinzip so eine Begleitung eingeht, will man natürlich auch den Partner kennenlernen in dem Bereich. Von daher haben wir ein Discovery. Das kann sein, dass das nicht über den ganzen Tag ist. Das kann durchaus auch sein, dass es nur ein Discovery Call ist, dass wir uns erstmal kennenlernen und die Schritte besprechen in dem Sinne, wo dann abgeklärt wird, warum wollen sie überhaupt auf BIM, ja, haben Sie ein Projekt oder welche Diskussionen gibt das, welche Lösungswege stellen Sie sich vor in dem Sinne, dann zu schauen, ist es überhaupt möglich, also ja, das heißt, sind wir überhaupt der richtige Ansprechpartner, können wir überhaupt das leisten, was Sie fordern in dem Bereich, ja, für uns dann auch wichtig, wo positionieren wir wie Sie in den BIM-Fit-Level in dem Sinne und später natürlich dann die Umsetzung eines Aktionsplans, um dann dementsprechend Analyse, Schulung und Software durchzuführen in dem Bereich. Ja, also das heißt, das ist das Kennenlernen, was eigentlich am Anfang da ist und da muss man eben schauen, ob wir uns schon kennen oder ob Sie dementsprechend ganz neu sind für uns. Und da bieten wir halt eben diese Beratung, sprich die einzelnen Steps an. Das können, wie gesagt, Stunden sein. Es kann auch durchaus mal, wir waren auch schon bei Kunden, wo wir halt 3 Tage analysiert haben, ne, wenn es 2 relativ große Kunden sind. Gut, hier nochmal ein paar kleine Beispiele dementsprechend. Das heißt, ein Beispiel ist oben, Sie haben sich einfach dafür entschieden, sozusagen auf BIM, sprich auf Revit umzusetzen, kommt vielleicht von einer anderen Applikationen.
und wollen BIM einführen. Das heißt, es ist einfach eine Grundsatzentscheidung für Ihr Büro. Da machen wir natürlich eine Einführungsunterscheidung. Wir lernen erstmal Grundlagen in Revit. Das heißt, Sie müssen erstmal die Modellsprache lernen in dem Sinne. Und dann gehen wir so langsam in die Pilotphase über und würden dann dementsprechend die BIM-Richtlinien anlegen, sodass Sie dementsprechend nach diesen Richtlinien noch arbeiten können. Ja, zweiter Punkt ist so ein bisschen, Sie arbeiten schon mit BIM oder Sie arbeiten schon modellbasiert, haben aber schon ja, durch Informationen mitgekriegt, dass das und das eben möglich ist, so wie zum Beispiel vorhin der Vortrag über Fertigteile und sagen, ja Mensch, interessant, das wusste ich ja gar nicht. Wie können wir Sie da weiterentwickeln? Da müssen wir natürlich gucken, machen wir denn auch einen BIM-Workshop? Wir haben jetzt hier Einführung, Technologie, Begleitung, das genannt. In dem Sinne läuft alles auf diese Analyse so ein bisschen darauf hinaus, wo wir einfach andere Fokuspunkte setzen in dem Punkt und dann entsprechend diese Features oder dementsprechend auch Prozesse, die mit der Arbeitsweise zu tun haben, entsprechend aufpeppen und im nächsten Pilotprojekt an. Und ich sage ja auch immer, bei jedem Projekt wächst man dementsprechend und auch wiederum hier die BIM-Richtlinien anzupassen. Ja, oder der letzte Punkt ist eben, ja, Sie haben ein Projekt vor Augen, ja, haben vielleicht irgendwo andere Lösungen eigentlich normalerweise in Einsatz, aber für dieses Projekt müssen Sie halt einfach Revit nutzen. Ja, ist meistens immer so, da ist die Begeisterung natürlich nicht so hoch, sondern man muss es tun und man interessiert sich dann dafür. Und da gehen wir dann natürlich auch rein, dass wir eben die Minimalanforderungen für dieses Projekt einfach mal mit dem Kunden durchsprechen und ja, vielleicht den auch begeistern, mit Revit zukünftig zu arbeiten. Ja, also da so eine kleine Übersicht, deswegen hier unten nochmal Beratung, Beweggrund, Beratung, Schulung, Pilotprojekt, Realisierung, bereit für BIM. Das kann man aber immer wiederum, wie man im Mittleren sieht, immer wiederum verbessern. Ja, das heißt, da haben wir immer wiederum Verbesserungsvorschläge. Ja, vielleicht zu uns nochmal. Das heißt, ich sehe uns da als Axalia dementsprechend ja, immer schön die BIM-Datenbank in der Mitte. Wir sehen uns da eher als Ansprechpartner für alle am Bau Beteiligten. Ja, die sozusagen das modellbasierte Arbeiten, BIM-basierte Arbeiten, prozessbasiertes Arbeiten umsetzen wollen. Ja, und wollen Sie damit sozusagen dann auch in der Digitalisierung langfristig begleiten. Also nicht ein Kurzschussprodukt verkaufen und weg, sondern wir wollen Sie als Partner auch gewinnen und wir wollen Sie dementsprechend von Ihnen lernen, mit Ihnen lernen dementsprechend und diesen Weg der Digitalisierung sozusagen mit Ihnen gehen. Ja, vielen Dank, Andi. Ich hoffe, du hörst mich. Von meiner Seite wäre es das. Das heißt, ich hoffe, ich habe so ein bisschen Ihnen verdeutlichen können, wo der Unterschied zwischen ja, einer Standardschulung und einem dementsprechend individuellen Schulungsplan besteht. Ja, vielen Dank, Wolfgang. Ein sehr guter Vortrag, wie immer von dir. Bin nichts Dankeschön. anderes gewöhnt. Ich denke, mit dem BIMFIT haben wir von der Auxalia einen guten Plan, der aber nur aufgeht, wenn wir uns zusammensetzen. Und es ist kein Standardplan. Wir schulen nicht nach Standard, wir bilden nicht nach Standard aus, sondern das ist individuell. Das hat der Wolfgang mehrfach betont. Das ist unser Konzept und da muss man natürlich Kompromisse machen, da muss man sich kennenlernen und vor allem miteinander kommunizieren. Und das ist das Entscheidende. Wenn Sie heute noch nicht auf einem Level stehen, wo Sie hinwollen, dann unterstützen wir Sie gerne, wir bringen Sie dorthin. Wir haben über 4.000 Kunden bei der Auxalia. Wir hatten vorher einen Vortrag von ATP, die in diesen Prozessen schon sehr, sehr weit sind. Sollten Sie noch auf keinem hohen Level sind, haben Sie keine Angst. Jeder fängt mal klein an und machen Sie auch immer nur einen Schritt nach dem nächsten. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn Sie heute eher 2D-orientiert arbeiten, dass Sie denken, Sie müssen nächstes Jahr sofort auf interaktiven Zusammenarbeiten im Projektteam mit allen Planungsbeteiligten auf einer Projektplattform arbeiten. Das macht relativ wenig Sinn. Wir wollen Sie einfach Schritt für Schritt in diese neue Welt hineinführen. Und da freuen wir uns drauf. Ich glaube, da haben wir viel Erfahrung. Wir haben wahnsinnig viele Ingenieure bei uns im Haus mit viel Praxiserfahrung und da wollen wir Sie unterstützen. Das war's an dieser Stelle mit dem jetzigen Vortrag. Wolfgang, nochmal vielen Dank. Gerne. Ich zeige Ihnen jetzt, was oder beziehungsweise unsere Regie, der Lukas, zeigt Ihnen jetzt gleich, wie es weitergeht heute. Wir machen eine kleine Mittagspause. Dann ein Thema, das sieht trocken aus, ist aber sehr aufregend. Vom Herrn Hohmann geht es um BIM und Recht. Sehr interessantes Thema, rechtliche Fragestellungen. Anschließend geht es um Hybrid-Fertigbauteile. Dann geht es um Elektroplanung und am Schluss mit Nevis Works den Abschluss für heute. Sie sehen ein bunt gefächertes Programm. Morgen haben wir nochmal ein paar Sessions für Sie.
Sollten Sie noch nicht angemeldet sein, Sie können sich jederzeit auch 5 Minuten vor dem Webinar noch anmelden. Einfach auf die Homepage gehen, auf Anmelden klicken. Sie bekommen eine Einladung und können live daran teilnehmen. Die Vorträge gibt es im Anschluss, wie gewohnt, als Audiospur und auch die meisten von den Vorträgen als PDF-Datei. In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spannend für Sie. Danke nochmal an dich, Wolfgang. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.